Vielen Dank. Also ich begrüße Sie recht herzlich. Mein Name ist Daniel Koch. Ich bin bei der Firma Terrestris Bonn angestellt und ich werde jetzt einen Vortrag halten mit dem Titel Brandenburg 3D, geologische 3D-Untergrundmodelle im Browser. Und wie man sich anhand des Titels schon denken kann, ist der Schwerpunkt auf 3D. Aber Sie werden gleich sehen, dass die Anwendung, die ich gleich im Rahmen des Vortrags vorstellen kann, auch eine 2D-Komponente hat. Also seien Sie nicht überrascht, wenn ich im Prinzip so eine Entwicklung vorstellen werde. Ganz kurz zu meiner Gliederung. Ich möchte erst ganz kurz ein paar Worte zur Einleitung verlieren, dann auch erklären, was Brandenburg 3D überhaupt ist. Werde dann etwas dezidierter auf die Anwendung Brandenburg 3D eingehen, was wir gemacht haben in diesem Projekt bzw. in diesem Teilprojekt und möchte abschließend die Funktion des Clients, dieser Anwendung vorstellen und die auch anhand einer Live-Demonstration präsentieren. Am Schluss gibt es noch einen Ausblick und so ein bisschen ein Fazit im Sinne von Lessons Learned im Rahmen dieses Projekts für zukünftige 3D-Projekte im Web, die einen ähnlichen, ähnlichen inhaltlichen Fokus oder Datenfokus setzen. Ganz kurz zu mir. Also mein Name ist Daniel Koch. Ich bin Anwendungsentwickler bei Terrestris seit jetzt etwa einem Jahr und da mit dem Schwerpunkt auf dem kompletten Open Source GIS Stack, also sowohl im Frontend als auch im Backend tätig und damit den konkreten Schwerpunkten 3D WebGIS und datenbankbezogen PostGIS. Und ich war von Seiten Terrestris der Hauptentwickler im Projekt Brandenburg 3D. Terrestris kennen wahrscheinlich auch viele von Ihnen. Wir sind in Bonn ansässig, wie gesagt, eingangs erwähnt, im Bereich der Softwareentwicklung, Schulung machen wir Consulting, wir machen die Weiterentwicklung und die initiale Entwicklung von Basissoftware, unter anderem OpenLayers 3 und GeoX 2, dazu haben Sie wahrscheinlich auch schon einen Vortrag hier gehört oder einen Workshop besucht oder werden morgen einen Workshop zu GeoX 2 besuchen. Übernehmen diverse Aufgaben in der Softwareentwicklung und im Bereich der Geoportale, der Geodaten, sind bei Standards aktiv, ein Partner von Boundless im deutschsprachigen Raum und sind auch Sponsor von der Phosphor-G und der Phosgis. Wir haben auch, wie bereits erwähnt, einen Stand hier auf der Phosgis. Das ist der Stand mit diesem schönen, wunderschönen Poster, wo die ganze Mannschaft drauf ist. In den Neoprenanzügen können Sie also gar nicht übersehen. Okay, also steigen wir ein. Ganz kurz, was ist Brandenburg 3D überhaupt? Brandenburg 3D ist prinzipiell erstmal ein Verbundprojekt mehrerer Teilprojekte mit dem Ziel der Generierung eines 3D-Untergrundmodells. Dieses 3D-Untergrundmodell basiert auf einer bestimmten Datengrundlage, die besteht aus geologischen Untersuchungskampagnen im Bundesland Brandenburg, die zwischen den Jahren 1950 und 1980 passiert sind. Und da gehören unter anderem Bohrberichte, geologische Karten, geologische Schnitte zu. Und aus diesen 2D-Daten primär sind 3D-Modelle, digitale 3D-Modelle entstanden, die darstellen zum Beispiel die Schichtgrenzen, also die Reflektoren, die Störungszonen oder auch die Saalstöcke. Und Terrestris war jetzt im Konkreten damit beauftragt, dieses digitale 3D-Modell ins Web zu überführen, sodass es für jedermann ohne spezifische Fachsoftware, also ein GoCut zum Beispiel, anzuschauen ist. Die Anforderungen an dieses 3D-WebGIS bzw. auch an das 2D-WebGIS, was auch Bestandteil der kompletten Applikation ist, ist zunächst einmal sind die Standards im Prinzip, also nutzerfreundliche Webanwendungen. Sie soll keine Browser-Plugins, insbesondere für die 3D-Visualisierung, benötigen. Und sie soll eben Zugang zu den geologischen Untergrundmodellen in 2D und in 3D bieten. Sie soll Eingang in die Geodateninfrastruktur Brandenburg erhalten. Und das Ganze eben auf Basis von Open-Source-Software. Deswegen stehe ich mit diesem Vortrag hier auf der Phosgis. Kommen wir jetzt schon zu der Architektur, wie diese Anwendung umgesetzt wurde von uns. Also Brandenburg 3D, damit bezeichne ich jetzt sowohl das Projekt Brandenburg 3D als auch diesen Client, die Anwendung, die wir gebaut haben. Und die folgt einer klassischen Server-Client-Architektur. Wir haben serverseitig haben wir logischerweise die Datenhaltung in PostGIS. Da ganz wichtig, dass es eben die PostGIS-Version größer 2.1 ist, um auch 3D-Informationen in ihr abspeichern zu können, weil erst in dieser Version bestimmte Methoden vorhanden sind, die den Set-Index einer Geometrie behalten bzw. mit dem arbeiten können. Haben den Geo-Server im Einsatz für die Bereitstellung der Dienste, also der Karten, der Geoinformationen, nutzen da den ganz klassischen WMS bzw. WMST in WFS
und zur Auslieferung der 3D-Daten, den im vorherigen Beitrag auch erwähnten W3DS, also dem Web3D-Service, der aktuell noch kein offizieller OGC-Standard ist, aber eben ein Entwurfskandidat ist und da seit 2010 diskutiert wird, diesen in einen Standard zu überführen. Des Weiteren gibt es in dem Tomcat noch weitere Module, auf die ich jetzt im Einzelnen gar nicht eingehen möchte. Dazu gehört das Print, Charting und noch einige weitere. Relevanter ist jetzt im Prinzip die Schnittstelle über HTTP logischerweise auf die Client-Seite. Und in der gibt es das Brandenburg 3D-Portal oder das B3D-Portal, das wiederum in einen 3D-Viewer, logischerweise für die 3D-Inhalte, und einen 2D-Viewer unterteilt ist. Und die Komponenten, die wir da eingesetzt haben auf Client-Seite, sind XJS, das ist durch dieses Logo symbolisiert, in beiden Clients, also sowohl im 3D- als auch im 2D-Viewer, 2D-Viewer Open Layers und GeoXt. Ich habe das hier so aufgeführt mit dem Plus gleich, um zu zeigen, was wir an dieser Stelle neu entwickelt haben. Und das ist die Schnittstelle zwischen XJS und der 3D-Bibliothek Xfreedom, die wir eingesetzt haben, um die 3D-Modelle im Browser ohne Plugins zu visualisieren. Sind dann aber relativ schnell an eine Stelle gekommen und haben, wie man das auch von GeoXt gewohnt ist, dass man im Prinzip so ein Zwischenglied, also so ein Bindeglied braucht, was mir ermöglicht, Inhalte von Xfreedom, also die 3D-Modelle, mit einer XJS-GUI zu verbinden. Und aus diesem Grund haben wir so ein Pendant entwickelt, dessen Name noch sehr einfallslos ist, das heißt zurzeit noch XFreedomXt. Ich werde aber später noch so einen kurzen Ausblick und natürlich ein bisschen genau auf diese Bibliothek eingehen, die da im Rahmen dieses Projekts entstanden ist und die auch in diversen weiteren Projekten schon Einsatz gefunden hat, aber eben noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Und dazu gehört auch der Name, der hoffentlich bald ersetzt wird. Die Maus nehme ich mal hier raus. Ich habe Ihnen jetzt gerade die prinzipielle Architektur der Anwendung gezeigt, wie wir die aufgebaut haben und möchte im Wesentlichen, ich gehe nochmal eine Folie zurück, möchte jetzt im Wesentlichen in diesem Vortrag auch auf diesen Part eingehen, wie wir die Daten überhaupt gespeichert haben beziehungsweise welche Prozessierungsschritte dafür nötig waren und nötig sind. Das prinzipielle Problem, vor dem wir standen, war, wir haben einen Datensatz bekommen, der kam aus der Fachsoftware, aus Expertensoftware, in diesem Beispiel war es GoCard. Da kann man sich die fertigen 3D-Modelle kann man sich anschauen, sehen dann etwa so aus und liegen in diesem Programm als Triangulated Irregular Network vor, also als TIN mit einer Z-Information, deswegen auch als TIN-Set, also als Dreiecksmasche, als irreguläres Dreiecksmasche in Dreiecksmaschen so, aber eben mit einer Höheninformation. Diese Daten haben wir dann exportiert im WKT-Format, das ist jetzt erstmal nicht so relevant. Relevant ist jetzt diese Stelle. Wir haben sie in PostGIS importiert und haben dann in PostGIS selbst noch bestimmte Prozesse vornehmen müssen, um die Daten dann als W3DS publizieren zu können. Und hatten dann noch spezifische Anforderungen, die sich aus der allgemeinen Problematik ergeben, große Datenvolumen und hohe Datenkomplexitäten im Web darstellen zu können. Dazu komme ich später auch noch etwas detaillierter. Was wir gemacht haben, nachdem wir diese Daten also auch als TIN-Set in PostGIS abgelegt haben, ist prinzipiell erst einmal überlegt, wie können wir diese Daten vereinfachen? Wie können wir die Daten generalisieren, sodass sie für den Internetgebrauch eingesetzt werden können. Das ist vermutlich eine ganz wesentliche Überlegung, die man anstellen muss. Und man kennt das vom verschiedenen Programmen, auch vom WMS oder von der Karte ganz allgemein. Wenn man in einem kleinen Maßstab ist, werden natürlich niemals alle Daten angefordert. Das wurde auch gerade in dem Beispiel von Herrn Belo angesprochen, dass man da verschiedene Level of Details berechnen muss. Das haben wir auch getan, also verschiedene Detailstufen des Eingangsmodells berechnen muss. Das haben wir auch getan. Das haben wir mit dem Programm CGAL, das ist eine C++ Geospatial Library, mit der man diverse Geometrien relativ effizient umrechnen kann, beziehungsweise manipulieren kann. Mussten wir an der Stelle einsetzen, weil PostGIS aktuell noch nicht über eine vergleichbare Funktion intern verfügt. Mussten da also im Prinzip ein externes Tool noch anbinden, um diese Daten zu vereinfachen, verschiedene Level of Details zu berechnen. Wir haben dann im Weiteren aus dem TIN, so wie man es hier sieht, haben wir ein Polygon gerechnet, also die einzelnen
Dreiecke dieses Tints in Einzelpolygone zerlegt. Weshalb wir das gemacht haben, kann ich jetzt erklären, aber es wird, glaube ich, an einem Beispiel gleich im Kleinen viel deutlicher, weshalb wir das gemacht haben. Weil der Einwand könnte jetzt direkt sein, ein Tint hat ja den Vorteil, dass wenn man zwei Segmente eines, also zwei Geometrien teilen sich ja immer mindestens ein Segment. Und bei einem Polygon Z ist das ja genau ausgehebelt, dann haben wir ja im Prinzip zwei Geometrien, die nebeneinander liegen, wie auch zwei Segmente schneidend haben. Also ein höheres Datenvolumen, was wir hier im Prinzip versucht haben auszumerzen. Wir haben dann im Weiteren, das kann man ganz gut vielleicht an der Abbildung erkennen, das ist auch so ein Höhenmodell, also ein beliebiges 3D-Modell, erst einmal nur hier in grün skizziert. Das besteht natürlich logischerweise aus einzelnen Stützpunkten. Und diese einzelnen Stützpunkte der einzelnen Polygone oder der einzelnen Dreiecke haben wir extrahiert und als einzelne Punktwolke im Client oder in der Datenbank abgelegt. Und weshalb wir das gemacht haben, erkläre ich auch später, wenn wir uns die Demo direkt anschauen. Das kann ich eigentlich relativ schnell abhandeln. Wie liefern wir die Daten aus? Das wiederhole ich mich jetzt vermutlich, deswegen ganz kurz. Wir machen das mit W3DS, mit dem Web3D-Service und da ganz explizit über eine Geo-Server-Community-Erweiterung, die es ermöglicht, diese Daten eben in diesem Format auszuliefern. Ein Request an einen Geo-Server mit diesem installierten Modul könnte etwa so aussehen. An eine URL werden bestimmte Parameter angehangen. Relevant sind da natürlich die Versionen, der Service, der Request selbst. In diesem Fall für eine Get-Scene. Es gibt auch den Get-Tile, also um eine Kartenkachel zu bekommen, die man auf ein Modell drauflegen könnte. Und dann eben ganz entscheidend das Format selbst. Und da sehen Sie auch hier an dieser Stelle, dass wir das im X3D-Format anfordern vom Client. Das wurde auch gerade in dem vorherigen Vortrag angesprochen. Ich denke, das passt jetzt so ganz gut. Man hat erst ein bisschen Theorie bekommen und sieht jetzt ein praktisches Beispiel, wie man das umsetzen kann und hat auch wie bei einem WMS oder auf einem WFS einen Layer und eine Bounding Box. Und die Response sieht natürlich nicht direkt so aus. Man bekommt ein X3D-Dokument, das ist also ein XML-Schema, Auszeichnungssprache speziell für 3D-Daten im Internet, ist vom W3C als der Standard für 3D-Modelle im Internet standardisiert, als zertifiziert. Und mit bestimmten Viewern, Kartenviewern, können wir uns diese X3D-Daten anschauen. Und die Bibliothek, die wir da eben eingesetzt haben, ist XFreedom und visualisiert sie das Ganze dann beispielsweise so aus. Die Bibliothek, die ich eingangs erwähnt hatte, hier nochmal etwas detaillierter aufgeführt. Warum haben wir die überhaupt erschaffen? Warum haben wir die eingesetzt? XFreedom ist eine super Bibliothek, die kann ich Ihnen wärmstens empfehlen, falls Sie ein ähnliches Problem in dieser Stelle mit Ihren Daten anführen wollen, insbesondere wenn es um 3D-Modelle geht, weniger um virtuelle Globen. Hat aber das Problem, dass für unsere Projektspezifika die Bibliothek nicht genügende API-Methoden hatte oder nicht die korrekten, die wir für das Projekt brauchten. Unter anderem fehlten Methoden zur Überhöhung der Z-Achse, also das, was man wirklich unter diversen Fachsoftwaren auch als Überhöhung kennt, um geringere Details in einem Modell genauer zu visualisieren. Das An- und Ausschalten eines bestimmten Layers oder eben auch das Speichern oder das Setzen eines allgemeinen Kartenzustands. Also welche Layer aktiv sind oder welche Bestandteile eines Modells aktiv sind und welche Eigenschaften die haben. Also wurden diese Methoden geschaffen als Erweiterung für XFreedom und im Weiteren wurde eine Verbindung geschaffen zwischen XFreedom selbst und XJS. Unter anderem haben wir da sowas wie ein Map-Panel erzeugt oder entwickelt, was wir dann hier Scene-Panel nennen oder eben auch ein spezifisches Layer-Model, in dem ein Store genutzt wird von XCOMT, um die Layer also die Modellparameter, also die einzelnen Modellbestandteile, die wir jetzt gleich als Layer sehen, zu speichern und dann zum Beispiel in einem Tree über die hier erstellte Methode Set Layer Visibility an- und auszuschalten. So. Das überspringe ich jetzt an der Stelle. Ich möchte jetzt direkt in den Client einsteigen. Der ist mittlerweile auch produktiv. Das heißt, Sie können sich diesen Client auch selbst anschauen unter der Adresse, die hier unten angegeben ist. Ich habe die schon mal hier aufgerufen.
Also öffnet man die Seite, kommt man erstmal auf eine Startseite, die bestimmte Projektinformationen oder auch nochmal so ganz kurz das beinhaltet, was ich im Prinzip jetzt gerade kurz abgehandelt habe. Relevant sind jetzt diese zwei Buttons in der Headerleiste hier oben, indem man zwischen dem 2D-Viewer und dem 3D-Viewer wechseln kann. So, wir öffnen zunächst erstmal den 2D-Viewer. Das ist vermutlich für Sie alle relativ state of the art. Das kennen Sie, das ist eine Karte, WMS und so weiter und so fort. Da sind Punkte drauf. Über die Punkte kann man hovern, man bekommt eine Information. Und was jetzt relevant ist, möchte ich nur kurz einmal zeigen. Man kann jetzt diese auch natürlich öffnen, bekommt dann Informationen zu diesen Punkten. Das sind im Detail sind das Bohrpunkte und aus diesen Bohrpunkten, unter anderem aus diesen Bohrpunkten, wurden diese 3D-Modelle modelliert, die ich im 3D-Client mir anschauen kann. Und Sie sehen jetzt schon, im Prinzip machen wir hier einen ganz schönen Gang. Wir sehen erstmal erst eine 2D-Karte, sehen den Ansatzpunkt einer Bohrung, sehen die in der 2D-Karte mit XY-Koordinate, aber sehen relativ schnell, dass ein einzelner Punkt noch viel mehr Tiefeninformationen erhält. Also das ist im Prinzip das Profil dieser Bohrung an der Stelle XY. Und aus denen wurde dann das 3D-Modell generiert. Und man kann sich relativ schnell vorstellen, es gibt hier eine Fülle an Informationen und die möchte ich natürlich auch irgendwo visualisiert haben. Ich möchte mir versuchen, ein Bild davon zu machen, wie diese verschiedenen Horizonte, wie diese Tiefeninformation tatsächlich verteilt ist. Ich möchte jetzt hier auf den 2D-Client gar nicht weiter eingehen, sondern möchte im Prinzip direkt zu dem 3D-Viewer switchen. Das dauert vermutlich einen kleinen Augenblick. So, hier oben sehen Sie die, ja, jetzt hat das, alles klar. Wir sehen jetzt hier im 3D-Client prinzipiell den gleichen Ausschnitt wie zuvor in dem 2D-Viewer und haben jetzt hier das Höhenmodell angezeigt und können jetzt hier relativ einfach dieses Modell tatsächlich auch bewegen. Was Sie hier rechts sehen, ist so eine kleine Navigationshilfe. Hier im rechten Bereich, dieses Auge ist mein aktueller Kamerafokuspunkt, also im Prinzip von wo ich auf dieses Modell schaue und jetzt im oberen Bereich, der Kreis, das ist die aktuelle Position meines Mauszeigers. Also im Prinzip haben wir so eine Art Sichtstrahl, Viewing Ray der aktuellen Sicht auch nochmal in 2D dargestellt. So, das kann ich auch kleiner machen, weil, relevanter ist jetzt hier an der rechten Stelle dieser Layer Tree, mit dem ich jetzt dieses Modell erweitern kann oder eben noch in einer höheren Detailfülle mir anschauen kann. Ich kann jetzt zum Beispiel, das sieht man vermutlich am besten, wenn ich jetzt einmal die besagte Überhöhung einstelle, dann sieht man auch relativ schnell, dass das nicht nur eine Schichtgrenze ist, sondern das sind zwei. Und ich kann jetzt relativ simpel, wie man das aus einem 2D-WebGIS gewohnt ist, über ein Layer Tree weitere Schichten oder Schichtgrenzen, in diesem Fall ein, kommt jetzt gleich hier, das ist die grüne, ein oder auch wieder ausschalten, ganz klar. Es gibt jetzt noch weitere Bestandteile dieses Modells, zum Beispiel die geologischen Störungen, die werden jetzt gleich hier in Rot auftauchen, ganz genau. Kann ich mir da anschauen, kann sie natürlich aufmachen. Und was wir gerade im 2D-Client gesehen haben, waren ja diese roten Bohr-Ansatzpunkte. Da hatte ich schon gesagt, ne, natürlich gibt es zu jeder XY auch einen Z-Wert. Und das haben wir jetzt hier ganz schön, können wir das sehen, wenn ich das vielleicht mal wieder ausmache, können wir auch die einzelnen Bohrungen anschalten und sehen jetzt gleich neben dem Ansatzpunkt auch die entsprechenden Tiefen dieser Bohrungen und können uns das hier anschauen und sehen relativ schnell auf einen Blick, wo sehr, sehr tiefe Bohrungen sind, wo niedrige Bohrungen sind, etc. Ich kann natürlich auch, wie im 2D-Client, relativ einfach über so eine Art Hover-Select-Tool, was ich hiermit aktiviere, Informationen zu einzelnen Bohrungen abrufen. So wie es auch im 2D-Client möglich ist. Ich mache das mal wieder aus. So, ich kann auch das direkt wieder auf die Startansicht stellen. Mache das auf dieses Layer-Panel, mache ich mal klein. Jetzt sieht man das auch im Vollbild noch ein bisschen größer. Sehr schön. Ich habe jetzt diverse Optionen noch hier, zum Beispiel, das kann ich vielleicht gerade noch zeigen,
diverse Optionen, zum Beispiel die Farbe dieses einzelnen Modells zu ändern oder der einzelnen Schicht zu ändern, die Transparenz einzustellen. Also im Prinzip alles Komponenten, die man auch aus dem 2D-WebGIS kennt, übertragen ins 3D-WebGIS. Und eine zentrale Funktion oder eine zentrale Anforderung an diesen Client bzw. an diese Daten ist, dass man an jeder Stelle ein virtuelles Profil oder eine virtuelle Profillinie ziehen kann. Das kann ich mit diesem Werkzeug auch tun. Und ich kann jetzt an jeder beliebigen Stelle in diesem Modell mir ein Bohrprofil generieren. Also nehmen wir mal diese Position. Wir sehen, geht das auch relativ schnell. Wir bekommen jetzt für diese Position eben einen Durchstich im Endeffekt in dieses Modell. Das sieht man auch ganz schön, wenn man das jetzt, ja, das ist ein bisschen klein. So, ich hoffe, Sie sehen jetzt hier im Prinzip diesen roten Strahl. Das ist im Prinzip die Position der Bohrung für dieses Profil. Das kann ich natürlich auch drucken, bekomme dann eine PDF, wo das auch beides noch drin ist. Und kann das nicht nur für einen einzelnen Punkt machen, sondern auch für eine Strecke, also ein virtuelles Profil zeichnen. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick länger. So, und sehe das auch und habe im Prinzip jetzt damit im Prinzip aus diesen 3D-Daten on the fly wieder einen 2D-Datensatz rückgeneriert. Das hierzu. Ich habe noch nach dieser Demo im Prinzip so 2, 3 Folien zu den Lessons learned. Meiner Ansicht nach ist ein 3D-WebGIS immer eine sinnvolle Ergänzung zu klassischen 2D-Karteninhalten. Damit meine ich, dass sowohl bei, also so wie wir das hier gezeigt haben, im Prinzip eine Kombination aus beiden eine sehr gute Lösung ist, weil man im Prinzip so die besten, den besten Überblick über die Daten erhalten kann. 2D-Karten haben immer die Info, haben immer den, die Idee, Informationen zu vereinfachen und einen Überblick zu erhalten. Möchte ich aber die Detailinformationen bekommen, kann ich das 3D-Modell mir anschauen. Das ist jetzt hier, dieses Beispiel ist gezeigt für geologische Untergrunddaten. Natürlich lässt sich das auch auf diverse andere Beispiel übertragen. Ich habe jetzt Landschaft, Stadtplanungsmanagement, Infrastrukturmanagement, Wasserverwaltung aufgeschrieben. Das ist, denke ich, klar. Und eben auch ganz zentral, wir haben in diesem Projekt ausschließlich die Open Source Software im Einsatz gehabt und sind mit diesen gut gefahren. Und man kann sagen, diese sind für den Produktiveinsatz vorhanden. Im Spezifischen auf die Software, für das klassische WebGIS-Korsett, wie man es aus dem 2D-Bereich kennt, ist X-Freedom sehr eingeschränkt. Es bietet im Prinzip eine Option der Materialsichtung. Eine Manipulation ist allein mit dieser Bibliothek so nicht möglich. Die Ziele, die wir jetzt für X-Freedom Ext haben, ist zunächst einmal eine Veröffentlichung dieser Bibliothek. Das machen wir, wenn es dafür einen gescheiten Namen gibt. Die API-Docs gibt es schon. Und natürlich kann man natürlich überlegen, macht es Sinn, da noch weitere Klassen einzusetzen. Zum Beispiel, dass ich hier genannt, die Einbindung eines WMS, das ist im Prinzip mein nächstes Ziel, was ich nach der FOSGIS angehen möchte. Für den W3DS, also für den Web3D-Service, haben wir auch im Laufe des Projekts gemerkt, dass es diverse Einschränkungen gibt. Unter anderem ist es so, wie man es von einem WFS zum Beispiel gewohnt ist, indem man attributive und geografische und räumliche Abfragen machen kann, ist so bisher noch nicht möglich. Und genauso ist es zurzeit noch nicht möglich, dieses über den Service direkt zu stylen, weil dem SLD an sich einfach noch bestimmte Attribute und Parameter fehlen. Da gibt es auch Beschreibungen hin zu einem neuen Standard, der SLD 3D heißt, der spezifisch für solche X3D-Files genutzt werden kann, um zum Beispiel Lichtquellen etc. anzugeben. Die Verbreitung von 3D-Daten für den Einsatz im Web erfordert Zeit. Sie ist aufgrund der hohen Komplexität und des Datenvolumens immer eine große Voraussetzung, im Prinzip ein sehr wichtiger Part. Also so ein Client dahin zu zaubern, ist eigentlich nicht so das große, also ist auch ein Aufwand, aber im Vergleich zu der Datenarbeit fast geringer. Und wir haben da gezeigt, dass wir das mit diesem CGAL-Wrapper gemacht haben und das nächste Ziel sollte sein, das, was wir da gelernt haben, beziehungsweise das, was wir da umgesetzt haben, auch in PostGIS zurückzuführen. Okay, vielen Dank von meiner Seite. Ich freue mich auf Fragen und Anmerkungen Ihrerseits.
Danke, Daniel. Sind Fragen? Ich habe nur eine Frage, und zwar gibt es da irgendwie zu diesem 3D-Modell dann auch noch eine Karte, dass man sich örtlich ein bisschen besser zurechtfinden kann, also dass man ein Luftbild oder eine topografische Karte mit anschalten kann? Also wir haben, also was ich gerade gezeigt hatte, war ja, dass es im Prinzip so eine kleine Minikarte gibt, die die aktuelle Position zeigt, das ist integriert. Für den Untergrund selbst ist es relativ schwierig, also da eine Höhe, also genau das, die Frage ist total berechtigt. Bei einem Geländemodell kennt man das ja so, dass beim Geländemodell ein Satellitenbild oder Luftfoto etc. gelegt ist. Ist natürlich bei Untergrundmodellen recht schwierig, weil es da keine Fotos gibt. Aber das ist Print. Will und man weiß halt, man ist, was weiß ich, hier auf dem Acker oder da an dem Waldstück, dass man sich einfach orientieren kann, weil wenn man halt die ganze Brandenburg-Karte sieht, kann man halt schlecht sagen, an dem Punkt brauche ich es jetzt. Ja, das ist richtig. Man kann in dieser rechten Karte kann man auch weiter reinzoomen, und das hatte ich jetzt gerade nicht gezeigt, aber in diesem PDF-Ausdruck ist eine kleine Minikarte, wo genau dieser Punkt auch noch gezeigt wird. Mir ist bei den Bohrprofilen und bei den Profilschnitten aufgefallen, dass die Einheiten als Linien dargestellt werden. Wäre das auch möglich, diese Flächen zu füllen? Ja. Oder wäre das aufwendig? Das ist prinzipiell möglich. Da hatten wir sogar, wir hatten das sogar erst so umgesetzt. Aber das Problem ist, dass diese Daten tatsächlich die Schichtgrenzen darstellen. Und es wäre aus geologischer, fachlicher Sicht falsch gewesen, diese mit Inhalt zu füllen, weil man nicht weiß, anhand dieses Modells kann man nämlich nicht sagen, was zwischen den Grenzen liegt. Also es ist noch möglich, dass da innere Strukturen drin sind. Und somit wäre das in dem Fall fachlich falsch, technisch möglich. Gut, letzte Frage. Ja, entweder habe ich es nicht mitbekommen oder Sie haben es nicht gesagt. Sie wollten darauf eingehen, warum Sie statt eines TINs auf Polygone gegangen sind. Habe ich aufgrund der Zeit jetzt leider nicht zeigen können, aber das ist relativ einfach. Das ist nämlich für diese verschiedenen Level of Details. Wir haben eine Option in dem 3D-Client. Also wenn wir das komplette Modell angezeigt haben, laden wir natürlich das am höchsten generalisierte oder das vereinfachste Modell. Wir haben auch eine Option, wenn man an einem bestimmten Maßstab sich befindet, kann man eine Funktion aufrufen und sich einen bestimmten Ausschnitt dieses Modells in seinen Originaldaten oder in anderen LODs anzeigen lassen. Und damit kriegt man nur einen Ausschnitt. Und wenn wir ein TIN benutzt hätten, um diese Daten, also diese Umrechnung des Polygones ausschließlich für diese, also für diese Operation notwendig, habe ich an den Außenseiten komische Verfransungen. Das ist eigentlich alles, weil ich nicht genau sagen kann, also dann nehme ich im Prinzip an der Grenze, ich möchte eine klare Abgrenzung haben, aber dann nehme ich im Prinzip noch einen Teil des anliegenden TINs oder des Polygons dieses TINs mit. Das ist der einzige Grund. Das ist ein rein visueller Grund. Ist aber für dieses ursprüngliche Modell, also für das generalisierte, man könnte auch einen TIN nehmen. Also für diesen, genau. Ja. Alles klar, vielleicht weitere Fragen? Genau, kommen Sie zum Stand, genau. Da werde ich jetzt gleich noch sein und sonst morgen. Ich auch da. Gut, okay. Herzlichen Dank nochmal.